Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Im letzten Part haben wir uns im dritten Dungeon bis zum Boss vorgekämpft und wir haben auch den Boss schon kurz gesehen. Und wir werden uns ihm jetzt stellen. Auch wenn das einer dieser Bosse ist, die nicht so lustig sind. Denn man muss immer das Ende des Schwanzes treffen und darf sich aber von ihm nicht treffen lassen, weil wenn er einen trifft, dann fällt man runter und dann fängt man den Boss im Prinzip wieder von vorne an, so wie jetzt. Man fällt und man fällt weiter und man landet dann schließlich hier. Irgendwo. Und das macht diesen Boss so nervig. Nicht, dass man gegen ihn keine Chance hätte. Er macht ja nun wirklich keinen Schaden. Ich schalte das mal um. Aber es ist nervig. So. Ich würde gern. Und das war's schon wieder. Und schon wieder gefallen. Ah, es ist nervtötend. Aber das Gute ist, man kann hier sich immer wieder dann Herzen holen. Also, man ist gefeit gegens Verlieren. Kann man eigentlich? Nee, es macht ihm leider keinen Schaden. Sonst hätte man ja ganz lamerweise ihn mit Bomben besiegen können. Na komm schon. Na komm schon. Eigentlich ist es nicht so schwer, man muss ihm eigentlich einfach nur folgen. Und er wird tatsächlich immer schneller. Und das macht die Sache nicht einfacher. Nein, 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 nein. Grauenhaft. Grauenhaft, sage ich euch. Aber das war schon kurz davor, das war schon nicht so schlecht. Aber wir fangen ihn jetzt wieder von vorne an. Und das kann dann durchaus nerven irgendwann. Ich weiß auch nicht, wie viele Schläge er aushält. Also wie kurz davor wir jetzt wirklich sind oder waren. Aber wenn er wirklich so schon eskaliert, dann kann es nicht mehr so viel sein. Dann kann es nicht mehr so weit... Nein, nein, nein! Es ist nervig. Es ist tatsächlich einfach nur nervig. Okay, wir haben hier die ganzen Herzen aufgebraucht. Aber gut. Wir waren jetzt zweimal kurz davor und wir wissen, alle guten Dinge sind drei. Also hoffe ich einfach mal, dass wir dem Ganzen jetzt ein Ende bereiten können. So, vorbei. Nein, 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 nein. Ich hatte da gerade so eine andere Idee, nämlich mich einfach auf die entgegengesetzte Seite seiner Augen zu stellen. Das werde ich auch jetzt nochmal versuchen. Das scheint mir eine Lösung zu sein, die gut funktionieren kann. Zuerst mal brauchen wir einen Treffer. Und dazu hätte ich dich gerne hier auf offenem Feld. So, auf die entgegengesetzte Seite der Augen und... Ja.
Er hat auch seinen kurzen Moment, wo er... Nein, oh, da hat mich sein Treffer noch gerettet. Komm schon. Komm schon. Ich weiß doch, dass ich kurz davor bin. Jawohl, das war's. Ein weiteres Herz für uns. Und damit inbegriffen auch Heilung, oder? Ne, keine Heilung? Egal. Wir haben das dritte Amulett gefunden. Darüber bin ich überglücklich. Denn das dritte Amulett. Du hast das Amulett der Weisheit errungen, geschafft. Du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Das ist gut, Freunde, das ist sehr gut. Das werde ich jetzt auch... Oh, hoppla. Das werde ich jetzt direkt tun. Die Suche nach Secrets und so werde ich dann doch verschieben. Außer wir finden jetzt hier natürlich direkt Mini-Ausgaben von dem Gegner eben, von dem Boss. Ekelhaft. Oh, Feen. Haben wir noch Platz? Ja. Nehmen wir doch gerne eine mit. Nehmen wir doch gerne einen mit. Ja, wie gesagt, die Secret-Sucherei verschiebe ich dann. Und da kam... Oh, würdet ihr bitte aufhören, mir den Weg zu versperren? So, was ist mit dir? Was hast du jetzt? Die Mondperle ist ein Talisman für Helden, die sich in die Schattenwelt begeben. Ist... Jetzt habe ich Mist gelesen, egal. Mit ihr kannst du auch dort deine menschliche Gestalt bewahren. Du bist der Held, auf den ich so lange gewartet habe. Bitte, bitte rette die Mädchen. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist Erholung schaffen. Ja, genau. Gib mir Erholung. Gib mir Full Health. Dankeschön. Bums. Ich weiß doch vorhin, als ich hier rumgelaufen bin... Mein Gott. Gab's doch hier diese Tür mit hier zurück nach Kakariko. Das war jetzt natürlich höchst intelligent. Zurück nach Kakariko. Das ist, glaube ich, die Höhle, durch die ich gekommen bin. Kann das sein? Die kommt mir so bekannt vor. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder unten. Sehr gut. Wir begeben uns mal direkt zum Wald, würde ich sagen. Ja. Ja, ich denke schon. Direkt mal hier nach oben in den Wald. Und ich hoffe, wir finden das Schwert möglichst schnell. Das hier ist der Wald. Le Wald. Hallo, was erzählst du mir? Hehe, was willst du hier? Das ist ein Versteck unserer Diebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Oh. Ein Herzteil. Wie komme ich da dran? Wie komme ich denn da dran? Ich könnte mir vorstellen, dass hier... Genau.
Das könnte gut sein. Ja. Und wieder 3/4 des Herzteils voll. Das ist gut. Das gefällt mir. So kann das ruhig weitergehen. So, wo führen mich diese Baumstämme hin? Die führen mich hier zu einem Schwert. Was, wenn ich auf meine Karte schaue, nicht annähernd des Masterschwertes? So, wo führst du mich hin? Wow. Kleines Spielchen gefällig, 100 Rubine und du kannst eine Truhe öffnen. Ja, komm. Recht hat mir immer Glück gebracht. Wow, 20 Rubine. Wow. Nein, bei einem Spielchen belassen wir es. Hurra, das Masterschwert. Nein, doch nicht. Schade. Der Trollwald. Ich nenne ihn gerne Trollwald, weil er trollt einfach. Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Drücke den Y-Knopf, um ihn wegzugeben. Also irgendjemand, der dann irgendwas damit anfangen kann. Hat sich eine Wache im Wald versteckt. Warum auch nicht? Ich schaue immer mal wieder auf die Karte. Denn das hier sieht mir eigentlich ganz gut aus. Oh, ganz viele Tiere. Oh, wie schön. Das hier sieht mir nach Masterschwert aus. Genießen wir die Cutscene. Mossi, ich bin es, Sahasrala. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Boah, man sieht auch gleich, dieses Schwert ist länger. Und wenn wir in unsere Ausrüstung gucken, dann sehen wir bei dem Schwert unten rechts, dass da eine 2 steht. Hoppla, falscher Knopf. Das ist gut, Freunde, das ist gut. Wir haben das Masterschwert errungen. Und jetzt. Mossi, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah! Ja. Du! Wow. Der beklaut mich einfach. Dieser Lump. Die Wachen sind jetzt kein Problem mehr. Die sind absolut kein Problem mehr. Die verlorenen Wälder. Okay, wir gehen mal zur Kathedrale. Das erscheint mir als. Moment, es ging da oben zur Kathedrale. Und schauen mal, was da so auf uns wartet. Beziehungsweise was uns der Priester sagt. Was der Priester uns zu sagen hat. Mossi, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda den Sold haben. Die Soldaten haben sie entführt.
Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Okay. Klingt nach einer Aufgabe für Link. Mossy. Wer ist eigentlich Link? Vor allen Dingen möchte ich aber jetzt erstmal meine Herzen auffüllen. Und das geht nicht so, das weiß ich. Und hier mal in so den ein oder anderen. Potenzielle Geheimsachen reinschauen. Was mir da spontan noch einfallen würde. Ihr braucht immer noch zwei Schläge. Was mir da spontan. Moment, wo sind wir eigentlich? Ich möchte nach unten. In mein Zuhause. Komme ich hier vorbei? Nee. Boah. Also die Steuerung beim Schwimmen ist durchaus schwammig. Nicht schlimm, aber man muss sich dran gewöhnen. Boah, die werfen mit Bomben. Ja, mir ist da noch was eingefallen gerade. Also ein Secret, das ich auf jeden Fall noch kenne. Ah, okay, da brauche ich. Ja, das bringt mir jetzt dann doch noch nichts. Ah, das ist eine Fee. Und da ist sie. Die Fähigkeit des Masterschwerts, wenn ich volles Leben habe. Sehr angenehm. Hier. Sehr angenehm. So, dann möchte ich mich doch mal aufbegeben. Ins Schloss hinein. Das ist natürlich dann doof, wenn man wenn man dann ein Herz verliert. Das möchte ich auf jeden Fall wieder auffüllen. Weil es ist doch einfacher, hier einen Gegner einfach mal so besiegen zu können. Und hier geht es nach draußen. Und hier ist. Da hätten wir vorhin nie im Leben reingekonnt. Mit dem Masterschwert ist es aber kein Problem. Und da drin erwartet uns ein großer Kampf. Diesen Kampf möchte ich aber in den nächsten Part verschieben, denn wir sind schon wieder bei fast 20 Minuten angelangt. Und das bedeutet, wir sehen das beim nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Und wenn euch meine Videos im Allgemeinen gefallen, dann dürft ihr gerne auch ein Abonnement hinterlassen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Euer Mossy. Ciao, ciao.